Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forever Skies. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen in unserem Luftschiff und wir haben hier fleißig geerntet, allerhand Sachen abgebaut und ja, nach dem Laden des Safe Games habe ich mich ein bisschen gewundert. Schau mal, hier lag doch ein riesen Trümmer, das aussah wie so eine abgestürzte Kapsel. Ist weg. Ist weg. Also, es gab aber auch ein Update. Jetzt kann es hier liegen. Auch neue Sachen. Ich kann neue Sachen einsammeln. Das ist interessant. Es gab ein Update. Ich will jetzt hier nicht irgendeinen Bug nutzen oder so. Aber kann sein, dass da Safe-Game-technisch sich irgendwas getan hat. Jetzt gucke ich nochmal hier, ob hier... Ne, die Sachen hier sind aber alle weg. Also scheint nur auf der Plattform der Plastikmüll zu sein. Da, na, einmal Maschinenteile noch. Gut, okay, also. Nutzen wir nicht weiter aus, wir fahren weiter oder fliegen weiter. Obwohl, ihr wisst ja, ne, Luftschiff und so, so Zeppelin und so, die fahren. Die fliegen nicht, die fahren durch die Luft. So, okay. Wir heben ab. Und wenden uns ein, wir sind schon auf maximaler Höhe, wir wenden uns jetzt einem Doppelblinklicht zu. Und das sind diese blauen dort. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich hier nirgendwo dran hängen bleibe. Obwohl, so breit ist unser Schiff ja nicht. Und wir fliegen los. So, finde einen Ort mit einem doppelten Blinklicht ist unsere Aufgabe. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, und Höhe 230 Meter über... Ja. Ich kenne wohl Meter über normal Null. Kraftstoff in einem der Motoren ist aufgebraucht. Ja, super. Wir haben nur einen Motor. Von daher müssen wir eben neuen synthetisieren. Ich hoffe, wir haben alles dabei, aber müsste eigentlich der Fall sein. Da, synthetischer Kraftstoff. Ja, ja, das sind synthetische Materialien. Da können wir fast zwei von herstellen, würde ich sagen. So, und dann war auch eine Idee, dass ich doch auf jeden Fall noch so viel Forschung wie möglich hier machen sollte. Komme ich an den Motor dran? Jo. So. Gut. Jetzt können wir weiterfliegen. Es sind schon viele Sachen, ne? Alles synthetische Materialien. Materialien. So, wir sind aber nicht auf Kurs. Wir müssen ein Stück nach links. So, und wenn man mal so guckt hier, ne, wenn man sich das vorstellt, wirklich unsere alte Welt hier, es könnte irgendeine amerikanische Metropole gewesen sein, wir haben keine Ahnung. Ist das überhaupt die Erde? Ich weiß es gar nicht, wie es lore-technisch ist. Doch, ich meine schon, ne? Naja. Oder ist das irgendein anderer Planet? Ich glaube, es soll die Erde sein. Mega cool. Und ich glaube, wir könnten hier sogar auch anhalten und gucken, ob wir da irgendwas finden. Oh, fällt der ganze Schrott raus hier. Ist schon sehr nice. So. Wetter ist nicht so schön. Oh, warte mal kurz. Ach, das kann man nicht. Okay, ich dachte, diese herabfallenden Dinger lassen sich einsammeln. Das ist wahrscheinlich nur... Konnten aber das Gerippe im Inneren da, das konnten wir auseinandernehmen. Hm. Die fallen, die fallen hier gegen und zerschellen dann an dem Gebäude. So ist das, da kommt der Müll her. Das heißt, hier zu warten und ein bisschen einzusammeln, ist jetzt nicht das Blödeste, was man machen kann. Nur wir stehen ein bisschen von... Na, den kriege ich nicht mehr. Der war zu schnell. So, dann schmeißen wir gleich auf jeden Fall noch ein, zwei Forschungsprojekte an. Okay, kommt. Unser Forschungsgerät. Was haben wir denn hier? Also wir können Flicken forschen. Damit können wir reparierte Objekte und Geräte beschädigen. Maschinenteile können wir erforschen.
Teile einer Zylindernkerne, benötigt eine Zylindernbelohnungsmaschine. Können wir welche selber herstellen. Ist vielleicht nicht das Dümmste. Machen wir einfach mal. Batterieladung 50%. Können wir eigentlich eine Batterie herstellen? Research finalized. Ja. Vielleicht wäre es gut, wenn wir erstmal Batterien erforschen. Gibt's leider nicht. Oh. Calories level is decreasing. Elektrische Elemente. Kleine Lagerkiste, das ist vielleicht nicht schlecht. Plastikmüll haben wir genug, synthetische Materialien, Metalle. Komm, forschen wir die kleine Lagerliste, Kiste. Und die Schätze fliegen vorbei. Wie gesagt, Batterie ist... Haben wir noch eine? Hatte ich nicht noch irgendwo eine Batterie gefunden? Hm. Basisturbine. Elektrische Elemente, Metalle, Transformator, Maschinenteile, Plastikmüll. Na komm, einmal Plastikmüll und jetzt fliegen wir aber weiter. Wir wollen ja zu dem Doppellicht hier. Guck mal, hier alte Windturbinen. Ah, das sind... Okay, sowas haben wir ja gar nicht. Das sind Riesentürme mit mehreren Rotoren. Scheinbar, hier an dem waren mal zwei. Minimum. Interessant auf jeden Fall. Da oben die Sonne. Was? Oh, wir haben den Ort gefunden. Jetzt haben wir eine neue Aufgabe bekommen. Erforsche die Basisturbine und errichte sie am äußeren Teil des Luftschiffs. Okay. Ach, das ist die. Ja, okay. Dann hätte ich beinahe vorgegriffen. Dann erforschen wir die mal. So. Und am äußeren Teil des Luftschiffs errichten. Ja, da müssen wir erstmal eine bauen jetzt im Fabrikator. Da ist sie und uns fehlen... Jetzt fehlen uns elektrische Elemente. Aber die haben wir gerade erforscht. Die können wir jetzt selber herstellen. Nee, die haben wir noch nicht erforscht. Dann erforschen wir sie jetzt. So, wir fliegen erstmal ein bisschen weiter. So. Können wir jetzt elektrische Elemente herstellen? Ja, aber uns fehlt Kupfer. Super. Super. Ist natürlich die Frage, wo kriegen wir Kupfer her? Grundsätzlich würde ich ja vermuten, hier von den... Ach, guck mal, was ist das denn da unten? Das sieht doch so ein bisschen anders aus als der andere Müll. Oder ist das der Standard-Eisenschrott, den wir hier haben? Sehen wir gleich. Ja, das ist einfach nur Metalle. Mein Kupfer ist auch ein Metall. Ach, guck mal, da am Windrad ist auch was, was wir auseinandernehmen können. Wahrscheinlich ein Teil des Motorblocks oder so. Das könnte natürlich Kupfer sein. Schauen wir mal. Kupfer! Ha! Ja, das ist ja super. Also super gut ist das. Okay, komm, dann reicht es jetzt erstmal. Ah, es ist dagegen geprallt und dann fällt es runter und dann ist es für uns verloren. Okay, also, wir haben Kupfer, dann können wir jetzt elektrische Teile herstellen. Printing completed. Haben wir jetzt genug schon? Ist das immer nur einer? Nee, das sind offensichtlich mehrere, die man herstellt. So, jetzt können wir eine Basisturbine herstellen. Dauert ein bisschen. Wir können ja derweil einfach zu dem Turm fliegen und da schon mal andocken. Ich muss erstmal wieder drehen. Wo ist er? Da ist er. So, und dann docken wir da jetzt an.
Da müssen wir wahrscheinlich das Gerüst hier hochklettern, wie es aussieht. Ich weiß, was passiert. Die mit der Turbine können wir wahrscheinlich höher fliegen. Es geht ja darum, das Luftschiff immer weiter zu verbessern und aufzurüsten. Und die Turbine wird wahrscheinlich dazu sein, dass wir höher fliegen können. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich sie angebracht, ohne hinabzustürzen? Da geht sie dran, ja, komm. Ja, Maximum Flight Altitude Increase, hat er gesagt. Jetzt schauen wir mal. Ja, sehr schön. Ah ja, jetzt wird mir auch klar. Na, das ist, also, da habe ich jetzt ein bisschen für gebraucht, aber im Grunde konnte man es ahnen. Oh, guck mal, wie schön das aussieht, wirklich. Also, ich meine, das ist ja so grausam, was dahinter steckt, so geschichtstechnisch jetzt, ne? Aber es sieht auch so schön aus. Und wir landen jetzt hier einfach in der Mitte. So, und da wurde mir gesagt, ich müsse ja gar nicht landen. Ich sage euch nur, warum ich lieber lande. Ich bin Schisser und ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge. Ja, ihr sollt doch runter. Wenn ich nicht lande, also das Schiff wird uns nicht wegfliegen, das glaube ich nicht, weil wir bleiben ja stationär, auch wenn wir hier so Sachen machen. Aber was mal Fakt ist, was ist, wenn ich die Höhe falsch abschätze, ich gehe von Bord und ich komme nicht mehr rein. Abstand zu groß oder irgendwie sowas, ich komme nicht mehr ins Schiff. Dann wäre, glaube ich, Game Over, oder? Dann wirklich einmal sanft aufsetzen und zufrieden sein. Also was? Standard Windpark. Tab halten, okay. So. Okay, wir sind in einem Standard-Windpark. Hier sieht man auch die mehreren Rotoren. Improvisierte Kraftwerke, die auf hohen Stahlkonstruktionen gebaut wurden. Sie produzierten Strom für einen nahegelegenen Bezirk. Quelle für Kupfer, elektronische Ressourcen und Helium. Naja. Gut, hier, das ist definitiv Kupfer. Können wir es so einsammeln? Ne, nur mit der Bordkanone. Finde und scanne das Standortradarobjekt. Ja, da müssen wir gleich mal schauen. So. Mehr ist jetzt erstmal nicht. Müssen wir gleich das Schiff mal drehen. Wir gehen jetzt aber mal gucken hier. Ich hoffe, dass das alles stabil ist. Hier ist aber so nicht mehr. Ah, es ist schon krass, ey. Boah, ich also, als Mensch, der tatsächlich ein wenig unter Höhenangst leidet, ist die Vorstellung, hier im echten Leben drüber herlaufen zu müssen, keine angenehme. So, mal scannen. Das ist das Standard-Standortradar-Objekt, okay. Zeigt kaputte Geräte, zeigt Orte und Navigationspunkte an, okay. Kann ich es jetzt mitnehmen? Nee. Helium können wir auch nicht mitnehmen, doch. Können wir mitnehmen. Ich meine, das zeigt gar nichts mehr an, würde ich sagen. Naja, vielleicht ein bisschen. Das hier sieht aus wie ein altes Luftschiff. Das heißt, irgendjemand ist hier mal niedergegangen. Das ist vielleicht sogar Teil dieses Schiffs gewesen. Okay, mehr gibt's ja nicht. Gehen wir zurück. Ja. So, da hinten sind auf jeden Fall noch Sachen. Da können wir über die Leiter runtergehen. Ach ja, da ist auch noch eine Leiter. Oh. Ja, okay, wir machen erst hier.
Wir machen erst hier. Achso, ich sollte mal was trinken. So. Ist irgendwo was drin? Gemeinheit. So, da hast du mal Helium. Oh. So. Da geht's auch noch weiter runter, aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier reinkommen. Ist gesperrt. Festkörperbatterie. Sowas haben wir wieder nicht dabei. Das ist doch der andere Ort, den wir von oben gesehen haben. Können wir also auch von hier hin. Jetzt schauen wir erstmal hier weiter. Da ist eine Leiter, da kommen wir da wieder hoch. Okay. Dann springe ich hier mal hin. Schnappen uns das Helium. Und gehen wieder hoch. Dann gehen wir hier rüber. Da ist nichts. Hier ist Kupfer. Das kriegen wir halt nicht mit. Dann brauchen wir da den Schiffslaser für. Hier ist ganz viel Kupfer, aber mehr ist hier auch nicht. Also keine Festkörperbatterie, mit der wir jetzt zum Beispiel... Warum ist hier eine Lampe dran aufgestellt worden? Eine Batterie wäre halt super, dann könnten wir die Tür öffnen. Sollen wir da nochmal zu dem Blinklicht gehen? Weil da ist doch eine Batterie drin. Ich fürchte nur, dass ich da nicht wieder rauskomme. Das heißt, da müsste ich eigentlich mit dem Schiff hinfliegen. Eieieiei. Eieieiei. Oh, das ist aber auch haarscharf hier, ne? Mit der Turbine. Okay, also ich würde das jetzt riskieren, mal von der Rückseite da an den Turm zu fliegen. Und mal gucken, ob wir da dann was mitbekommen. Also, so, einen kleinen Moment mal eben. Ja, wir machen das jetzt. Also. Rein ins Schiff. In die Lüfte. Drehen. Und, Moment mal. Erstmal zerschießen wir uns jetzt die Blöcke da unten noch, die Kupferblöcke. Müsste so gehen. Jawohl. Mehr war das, glaube ich, nicht. Dann jetzt ganz vorsichtig. Ich hoffe, hier ist nichts im Weg. Sieht gut aus. Wir gehen erstmal ein Stückchen vor. Jetzt drehen wir uns. Ja, ich glaube, wir sind noch nicht weit genug weg. So. Da unten wollen wir hin. Da ist er. Das sieht aus, als ob da ein Schloss dran ist. Schauen wir mal. Wir gehen mal ganz langsam runter. Ja. Ich kann das scannen, sagt er. Moment, dann gucken wir mal, ob ich das von hier scannen kann. Das geht. Eine Blockade. Ah, da brauchen wir ein Werkzeug, Messer, Schrägstrich, Armbrust. Okay. Dann kämen wir an die Batterie. Das heißt, ich muss das jetzt gar nicht weiter versuchen. Sondern wir schauen, ob wir uns ein Messer Schrägstrich Armbrust herstellen können. Naja, dafür müssen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen forschen. Was hat der denn? Ah, das Ding hat keinen Strom mehr, verdammt.
Ja, okay. Dann, Das ist natürlich ärgerlich jetzt. In dem Fall gehen wir einfach zum nächsten Blinky. Und holen uns irgendwas Neues. Kalorienlevel. Ja, ich muss essen. So, okay. Wir fliegen jetzt da vorne zu dem Blinky, bleiben erstmal hier in der Nähe, weil da wollen wir gleich wieder hin zurück. Im Grunde hängt es jetzt halt nur davon ab, ein Dings zu finden, irgendeine Batterie, die wir in das Forschungsgerät stecken können. So, getrunken. So, müssen wir wieder ein bisschen tiefer. Und dann landen wir da auf der Ecke. Hier ist aber nicht viel. Ob wir hier eine Batterie finden, ich wage es zu bezweifeln. Schauen wir mal. So. Blätter? Tatsache, das sind Blätter. Krass. So, wir gucken. Ach, da unten geht's noch weiter. Dann schauen wir erstmal hier oben. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich schon gesehen, das Schmutzwasser da. Ja, ne, ich wollte gerade. Oh. Okay, nochmal drücken, lässt man die Leiter los. Jawoll. So, da haben wir doch eine Batterie. Jetzt sieht doch das Blinky aus, ne? Das ist ja aber eigentlich auch nicht schlimm. Weil dann wissen wir zumindest, dass wir auf diesem Turm schon waren. Vielleicht sollten wir uns das also zum Ziel setzen, aus allen Türmen, die wir besucht haben, auch die Blinkys rauszunehmen. Sehr schön. Hier gibt es ordentlich was zu finden. Ein Flicken. Maschinenteile. Noch ein Flicken. Ja, wir müssen gleich mal schlafen gehen. Eine Datenkarte. Ah, Glasboden. Decke benötigt Luftschiffbauer. Cool, wir können jetzt Glasboden und Decken herstellen. Das ist ja nice, da kann man schön gucken. Mehr gibt's hier nicht. Die könnten wir mit dem Scanner auseinandernehmen. Scannen das einmal. Glas. Fliegen wir doch da einmal hin und zerlegen das Glas, weil ich glaube, wir haben ja noch gar keins. Aber vorher schlafen wir einmal.
So, wie kriege ich die Türen ja eigentlich gut anvisiert? Ist gar nicht so leicht. So, okay, weil im Schlaf möchte ich gerne meine Ruhe haben. Hydration level is decreasing. So, einmal trinken. Nochmal trinken. Und jetzt müssen wir einmal aber auch hier irgendwie was fangen. Ich gehe mal zu der anderen Plattform da unten, dann hängen wir da gleich auch mal unseren Köder runter. Da wollen wir das Glas abbauen. So. Haben wir unser erstes Glas gesammelt. Und jetzt ist da noch ein Köder drin. Ja. Dann bauen wir nochmal eine neue Membran. Wir haben hier nochmal Schmutzwasser. Einmal Staubsalat. Kein Wasser mehr drin. Wird das jetzt gegessen? Ich habe den Staubsalat gegessen. Oh, sowas Blödes. Ich habe nämlich rechte Taste gedrückt. Weil ich dachte, damit schiebt man es rüber, aber nein. Das geht hier so nicht. Schmutzwasser haben wir jetzt nicht mehr. Ja, stimmt nicht ganz. So. Ist auch dunkel geworden, ne? Ja, 19.34 Uhr oder was wir vorhin beim Aufwachen hatten. Jetzt. So, jetzt ist der Kühlerbehälter leer. Das heißt, wir müssen einen neuen haben. Absenken. Gekochte Staubmotte nehmen. Neue Staubmotte rein. Kochen. Sauberes Wasser nehmen. Hoppla, dann trinken wir noch einmal. Wir haben ja auch noch das. Altes Dosenwasser. Nehmen wir das mal zuerst. So. Und dann essen wir die Staubmotte. Dann sind wir schon mal wieder voll. Und noch eine Staubmotte. Okay, das genügt dann erstmal. Dann packen wir hier die Feststoffbatterie jetzt rein. Und erforschen mal. Was haben wir? Oh, ein Regenwassersammler. Fabrikator. Standortradar. Fortgeschrittener Insektenköder. Das würde ich gerne haben. Standortradar. Das erforschen wir jetzt. Oh, naja, wir müssen auf jeden Fall schauen, wie wir zur Batterieforschung kommen. Das ist eigentlich noch viel wichtiger.
Werkzeugladegerät. Ballonkern. Ballon vergrößern. Klebezettel. Naja, Messer. Dafür brauchen wir Polymer. Polymer haben wir nicht. Genauso für Armbrust und Bolzen. Heliumkraftstoff könnten wir erforschen. Hier brauchen wir eine Leiterplatte, die haben wir nicht. Also was wir erforschen können, ist tatsächlich der Regenwassersammler. Dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall mal. Mit dem Transformator ist das wird zur Fertigung fortschrittlicher Geräte verwendet. Vielleicht sollten wir das erforschen. Könnte mir nämlich vorstellen, dass man damit dann Dinge wie Batterien auch produzieren kann. Wer weiß. So, mal schauen. Nee, es ist halt nur, nee, es ist nur ein Teil. Es ist halt ein Transformator. Das kostet jetzt so viel Kupfer. Ich baue mal noch keinen Regenwassersammler. Nee, da forsche ich im Moment mal gar nichts von. Das Baugerät kommt mal dahin. Ach, das geht da gar nicht drauf auf die Leiste. Okay. Na gut, okay. Dann machen wir jetzt hier erstmal zu. Oh, naja, wir haben jetzt halt noch kein... Was war jetzt für ein Messer erforderlich? Polymer. Also wir brauchen einmal... So, ich mach das schon mal rein. Wir brauchen einmal Polymer. So, zweimal Polymer, dann können wir das hier alles erforschen. Und ich denke mal, Polymer kann nicht so schwer zu erforschen sein. Was ist, wenn wir jetzt ein Standortradar bauen? Da brauchen wir eine Leiterplatte für. Da brauchen wir eine Leiterplatte für. Und eine Leiterplatte können wir halt auch noch nicht herstellen. Oder? Nee. Okay, dann müssen wir uns irgendwo eine Leiterplatte herbesorgen. Das bedeutet, wir nehmen Kurs auf das nächste Blinky. Und ja, vergessen somit erstmal das Doppelblinky da oben. Da wollen wir eigentlich hin. Naja, da ist halt eine Batterie nochmal zu holen eventuell, ne? Viel mehr ist da auch nicht zu erwarten. Wir fliegen jetzt zu dem, der ist relativ nah. Auf geht's. So, also Aufgabe finden von Polymer. Dann gucken, wie wir Leiterplatten herstellen. Wir müssen wahrscheinlich erstmal eine Leiterplatte finden und scannen. Und dann sehen wir weiter. Dann... machen wir jetzt hier Feierabend und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hallo? So, mit dem Flicken repariert.
So, dann landen wir jetzt da noch eben. Das machen wir noch eben und dann erkunden wir die Plattform in der nächsten Folge. So. Ich hoffe, dass wir hier wieder reingehopst kommen. Aber wie gesagt, Erkundung in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.